Ja, hallo zusammen bei 360 Grad. In unserer 560. Folge sind wir heute nach Forchtenberg-Ermsbach gekommen. Und hier ist das Kocherwerk entstanden. Ein ganz besonderes Museum, in dem die Ursprünge von Weltmarktführern hier in Hohenlohe gezeigt werden. Das Ganze getragen von den Förderern des Schrauben- und Befestigungsclusters Hohenlohe. Und was sich dahinter versteckt, das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, rund 30 Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern zählt dieses Cluster der Montage- und Befestigungstechnik in Heilbronn-Franken. Und entstanden ist es, wie gesagt, auch dieser Verein im Jahr 2018 auf Initiative von Reinhold Wirth. Und das ganz Besondere daran ist ja, dass man nicht nur daran erinnert, wo die Anfänge dieser großen Erfolge in Hohenlohe waren, also Ende des 19. Jahrhunderts, bei der Firma Arnold beispielsweise, aus der sich dann eben dieses Cluster ergab, sondern dass auch viele Unternehmen, die normalerweise ja im Wettbewerb zueinander stehen, dass die hier gemeinsame Sachen machen und sich erklären, sich präsentieren und auch nochmal ganz klar machen, was denn tatsächlich die Stärken sind. Und so etwas erlebt man ja sehr, sehr selten, wenn man hier im Kochertal sieht, was hier alles angesiedelt hat und welche Weltmarktführer und welche Spitzenunternehmen entstanden sind. Und wer Näheres darüber erfahren möchte, der kann das auch hier auf der entsprechenden digitalen Leinwand haben. Ja, mit der Schraube begann also alles und man möchte natürlich auch hier in dieser Region weiterhin attraktiv bleiben, auch für all diejenigen, die hier arbeiten, aber auch für die, die sich für die Geschichte interessieren. Und wenn man durchs Foyer hier hereinkommt, es gelten natürlich auch hier die derzeitigen 3G-Regeln, entsprechend bei den Besuchen, also eigentlich auch mit Maskenpflicht, das können wir jetzt nur beim Filmen einmal kurz ablegen, entsprechend von mittwochs bis sonntags 11 bis 17 Uhr ist hier geöffnet und da verbindet sich wirklich vieles in Sachen Haptik, aber auch digital, indem man die einzelnen Schritte erläutert. Insgesamt hat das Ganze 2,5 Millionen Euro gekostet und wird von der Wirtgruppe getragen. Und da kann man dann an den verschiedenen Stationen sozusagen spielerisch lernen, wo welche Schraube zum Einsatz kommt. Und das wollen wir uns jetzt auch mal genau anschauen. Es ist wirklich spannend, wie viele verschiedenartige Schrauben es gibt und ebenso interessant die Wertschöpfungskette am Beispiel einer Schraube. Aber damit man auch mal sieht, wo die so zum Einsatz kommen, das kann man hier an diesem Exponat erkennen, bei der Stockschraube zum Beispiel im Sanitärbereich oder hier die Spanplattenschraube im Wohnzimmerbereich. Also das ist spielerisch gemacht und spielen kann man auch in einem Quiz, wo man dann entsprechend die einzelnen Schraubennamen benennen muss und digital die Antworten angeben kann. Aber man kann auch kräftig zupacken und das zeigen wir jetzt hier mal bei diesem Außengewinde. Also auch da sieht man, wie tatsächlich hier so eine Schraube in Realität entsteht. Ja, jetzt sind wir im ältesten von den drei Gebäudeteilen aus dem 18. Jahrhundert, die ehemalige Mühle. Und hier dreht sich natürlich auch folgerichtig alles um die Historie, auch die Historie der Mitgliedsunternehmen in diesem Verein. Und da gibt es allerhand Kurioses zu bestaunen aus den letzten 100 Jahren, wie man da gearbeitet hat in den einzelnen Firmen, sei es mit dem tragbaren Funktelefon aus 1985, da können jüngere Generationen wahrscheinlich nur noch schmunzeln drüber. Oder aber die Musterkarte eines Außendienstmitarbeiters, dann auch der Musterkoffer, wie der einstmals ausgesehen hat. Und es gibt auch ein paar Kuriositäten, Giveaways oder sonstige Dinge, mit denen die hier Firmen geworben haben. Aber dann auch immer wieder die Verbindung zum Digitalen, also beispielsweise, wie sieht die einzelnen Geschichten aus? Hier hätte man es von Berner, da kann man die einzelnen Meilensteine angucken, man kann den Produktfilm entsprechend anschauen. Also das ist schon ganz toll gemacht und dazu passend auf den Tablets gibt es dann Interviews mit den vier noch lebenden Gründern von diesen verschiedenen Unternehmen. Und der Anfang von allem, das war ja dementsprechend hier Arnold und da haben Reinhold Wirth und sein Vater 1945 die ersten Schrauben gekauft. Und das war der Beginn einer langen Erfolgsgeschichte, nicht nur für Wirth, sondern für alle anderen Unternehmen, die aus diesem Cluster entstanden sind und noch heute erfolgreich agieren.
120 Jahre Geschichte, Befestigungstechnik kann natürlich Spaß machen. Das erlebt man hier in diesem Kocherwerk und man sorgt auch immer wieder für Schlagzeilen. Das sehen wir an dieser Zeitungswand am Übergang zur Werkstatt. Und hier können Empfänge stattfinden, hier gibt es Incentive-Möglichkeiten für Firmen, aber auch die Möglichkeit dann auch für Kinder richtig mit den entsprechenden Werkzeugen zu arbeiten und entsprechend gibt es die dazugehörenden Werkstattwagen. Ja, und wer dann noch ein bisschen die Seele baumeln lassen möchte, der kann das im Bistro hier, sowohl im Innen- wie im Außenbereich oder eben dann ganz idyllisch am Kocher auf der Terrasse. Ja, so lässt sich sein Leben in Hohenlohe auch direkt am Kocher-Jagstradweg gelegen, hier dieses Kocherwerk. Viele positive Schlagzeilen also. Und für Schlagzeilen sorgen wir auch in diesen Wahltagen mit unseren Wahlcheck-Veranstaltungen. Da haben ja die ersten schon stattgefunden. Einmal im Red Blue in Heilbronn, einmal in der Pyramide der Kreissparkasse. Und die nächste Veranstaltung ist dann in Möckmühl mit der AfD-Spitzenkandidatin Weidel. Und schon gibt es die ersten Fragen. Warum Möckmühl, warum nicht Heilbronn? Kann man einfach aufklären, weil die Hallen am Sonntag, an diesem Tag nicht zur Verfügung stehen. Und weil wir es uns zur Pflicht gemacht haben, dass alle 6 im Bundestag vertretenen Parteien auch bei uns auf der Bühne auftreten können und wir dementsprechend auch eine Location gesucht haben. Und wir sind froh und dankbar, dass Möckmühl uns da auch die Pforten öffnet. Und die Veranstaltung wird, wie alle anderen, natürlich auch am Sonntag wieder live bei stimme.de übertragen. Und da darf man gespannt sein, denn es ist schon einiges an Exklusivem verkündet worden bei den Wahlchecks bisher. Bei Christian Lindner war es natürlich klar, dass er sich zu Koalitionsfragen äußert und zur derzeitigen Regierungs- und Afghanistan-Politik. Und Dietmar Bartsch von der Linken, der hat natürlich ordentlich losgeledert und am liebsten den Rücktritt von gleich einigen Ministern gefordert bei unserer Veranstaltung. Und selbst Olaf Scholz, der sozusagen gerade richtig auf einer Euphoriewelle surft, der hat sich dazu hinreißen lassen, dass er sich dafür ausgesprochen hat, dass die SPD-Vorsitzenden Esken und Walter Borjans auch weiterhin im Amt bleiben. Das hat er so noch nie gesagt. Deswegen wurde das Ganze auch exklusiv im ganzen Land gestreut. So kann es natürlich aus unserer Sicht weitergehen. Und alle haben sich natürlich auch zur Automobilregion geäußert. Und da hofft man natürlich jetzt aus diesem Milliardenpaket, das noch rechtzeitig vor der Wahl geschnürt wurde, dass auch diese Region etwas für den Transformationsprozess abbekommt. Ob man allerdings zu den 20 oder 30 Problemregionen gehört oder nicht doch immer noch eine sehr erfolgreiche ist, das wird man jetzt bei der Evaluierung erleben. Viel wichtiger ist ja Audi-Werkleiter Fred Schulze und den vielen Audi-Mitarbeitern, dass sie ihre Teile zur Montage bekommen und die Kurzarbeit nicht immer häufiger der Fall sein wird. Denn so schön es ist, mal ab und zu eine Auszeit zu haben, dann freut man sich auch wieder auf die Arbeit. Das gilt auch hier für den Hohenlohe am Kocherwerk. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal.